Kann ich denn herausfinden, wer jetzt mich oder meinen Namen googelt? Und gibt es eine Möglichkeit, mich davor zu schützen? Man kann nicht sehen, wer über einen googelt. Genauso wie ich nicht weiß, wer in einer Telefonzelle ein Telefonbuch aufschlägt und nach meinem Namen sucht und vielleicht meine Telefonnummer abschreibt, weiß ich das auch nicht bei Google. Da habe ich überhaupt keinen Schutz davor. Es ist überhaupt nicht möglich, sich in diesem öffentlichen Raum Internet zu schützen. Jeder kann Informationen über mich online stellen. Ich habe natürlich gewisse Gesetze, die meine Persönlichkeitsrechte wahren. Aber werden die nicht verletzt, handelt es sich um öffentliche Informationen, werde ich sie auch nicht aus diesem Internet rausbekommen. Das heißt, Suchmaschinen werden sie anzeigen und andere Leute werden sie finden, wenn sie sie finden wollen. Das heißt, ich kann eigentlich nur steuern, was man über mich lesen kann, indem ich sehr bewusst mir überlege, was ich über mich ins Internet reinschreibe oder wem ich erlaube, was zu schreiben. Der beste Weg ist, selber Herr oder auch Frau über seine Daten zu sein. Lege ich eine Website an und bestimme, welche Daten da sind, mein Name, vielleicht auch meine Adresse im Impressum, dann habe ich die Hoheit darüber. Google wird langfristig diese Seite viel höher werten als zum Beispiel Seiten von Dritten, die nur am Rande über mich gehen, wenn diese Webseite nur über mich ist. Ich kann natürlich auch verhindern, dass zum Beispiel solche Daten preisgegeben werden. Ein Tipp wäre hier, man macht ein Foto von seiner Adresse und packt dieses Foto in sein Impressum. Das ist dann nicht durchsuchbar natürlich. Ein anderer Weg ist, man arbeitet mit Pseudonym. Das kommt ganz darauf an, wie gut man das durchziehen kann. Jemand wie ich, der unter seinem Namen im Internet als Journalist, als Blogger publizieren möchte, wird natürlich immer wollen, als Medienmarke wahrgenommen zu werden und deshalb seinen richtigen Namen nehmen. Aber wenn ich mich nur als Privatperson im Internet nehmen will, warum nicht einfach einen sehr absurden Namen? Also sei es Hamburger Mädchen 2018. Und schon bin ich relativ blind. Sind andere Dienste blind für mich. Sie können natürlich dieses Hamburger Mädchen 2018 tracken, wissen, mit welchem Browser sie auf welche Seite geht. Aber sie können keine Rückschlüsse auf meine Person geben, außer ich veröffentliche diese Daten. Wenn ich bei Google jetzt etwas über mich finde und das hat jemand anders über mich ins Internet eingestellt und ich möchte das nicht, habe ich eine Chance, das dann aus dem Internet herauszubekommen? Im ersten Schritt müsste man sich an den Anwender wenden, die Person, die dieses Foto hochgeladen hat. Ich müsste Sie bitten, können Sie das Bild runternehmen? Ich möchte nicht im Internet gefunden werden. Wie diese Person entscheidet, ist natürlich auch abhängig, wie relevant ist eigentlich dieser Inhalt. Also eine Person, die ich interviewt habe, da möchte ich natürlich ein Foto zum Interview veröffentlichen. Stelle ich aber einfach nur ein fremdes Foto so online, es gibt keinen sonstigen Bezug, nimmt die Person das vielleicht auch wieder runter. Das ist sehr unabhängig. Nimmt sie es nicht runter, hat man natürlich die Möglichkeit, sich an Google zu wenden. Man könnte eine Beschwerde einreichen oder bei einer anderen Suchmaschine. Man könnte begründen, warum man dieses Foto nicht haben möchte im Internet. Dass es nicht relevant ist, dass es überhaupt kein öffentliches Interesse an diesem Foto gibt. Ein dritter Weg wäre, man muss natürlich dann vor Gericht gehen und dann muss austangiert werden, in welchem Verhältnis die Veröffentlichung dieses Bildes steht. Zwischen einerseits den Urheberpersönlichkeitsrechten des Fotografen, wenn er der Fotograf ist, der hochgeladen hat, was eigentlich meistens der Fall ist. Welches Interesse hatte die Person, dieses Bild zu machen? Handelt es sich hier um Kunst? Geht es um Berichterstattung mit öffentlichem Interesse? Oder inwiefern verletzt es die Persönlichkeitsrechte von mir als abgebildete Person? Da gibt es keine eindeutige Gesetzessprechung. Da muss man immer sehen, wie wird entschieden. Da würde ich auch von Fall zu Fall entscheiden. Also darauf jetzt zum Beispiel eine Regelung aufzubauen, ist sehr schwer. In der Juristerei gibt es den schönen Spruch, Hard cases make bad law. Also ein sehr komplizierter Fall sollte nicht Grundlage für Entscheidungen sein. Wenn ich mich jetzt google und ich finde da ein Ergebnis, was ich selber gar nicht ins Internet reingestellt habe und ich würde das gerne gelöscht haben, geht das? Wie kann ich das machen? Im ersten Schritt müsste man sich an den Betreiber dieser Webseite wenden und ihn bitten, dieses Foto, diese Information wieder zu löschen.
Nach ein paar Wochen, wenn der Webcrawler von Google vorbeikam, die Seite neu erfasst hat, neue Indexe angelegt hat, wäre dann mein Suchergebnis aus der Suchmaschine verschwunden. Macht die Person das nicht, kann man sich an Google wenden. Man kann dann eine Beschwerde einreichen und man kann begründen, warum dieses Ergebnis nicht mehr angezeigt werden sollte. Der Unterschied hier ist, selbst wenn man Erfolg hat, das Ergebnis wird nicht mehr angezeigt bei Google. Das Foto, der Inhalt ist aber natürlich noch da. Zu 90% wird diese Seite, dieses Foto nicht mehr gefunden werden. Da die meisten Menschen natürlich eine Suchmaschine benutzen, um überhaupt an Informationen zu kommen. Rufe ich die Seite aber direkt auf, weil ich weiß, dass die Information da ist, dann finde ich sie auch noch.